Hallo meine Lieben, und zwar heute möchte ich mit euch das Vintage-Effekt auf Glas machen. Und zwar, ich habe das Glas schon einmal mit einer Hybridfarbe gestrichen. Es ist einmal gestrichen. Ich habe das nie so genau gemacht, weil wir geben da sowieso mit dem Vintage-Effekt sowieso noch ein bisschen Struktur. Von da aus, das ist ja dieses Mal unwichtig. Und dadurch habe ich mir keine größere Mühe gemacht. So, dann nehmen wir mal den Vintage-Effekt. Und wir tragen den auf dem Glas mal auf. So, die Vase ist jetzt trocken und jetzt werde ich das mit meinem Lieblings-Antikpulver bearbeiten. Ich habe mir drei Farben vorbereitet, also das ist ja praktisch egal, was ihr nehmt. Dann tue ich mir die Farben bisschen so auf den Teller. Und Creme. Dann tupfen wir einfach. Also nicht zu genau, weil das wird noch mit zwei weiteren Farben betupft. Von da aus, da brauchen wir nicht irgendwie ganz genau zu machen, auch wenn so ein bisschen von den Vintage-Gesso rauskommt, das sieht ja auch ganz toll aus. Darum, das mache ich überhaupt nicht irgendwie genau. Also am besten auf den Schwämmchen nehmen, ein bisschen so auf der Seite abtupfen, dass da nicht zu viel ist von der Farbe. Und dann nehmen wir die blaue, die hellblaue.
Also wir warten nicht, bis die eine Schicht trocken ist, sondern wir tupfen immer eine auf den anderen, denn die vermischen sich so total schön. Und dann entstehen die schönsten Effekte. Jetzt die cremige. So sieht das jetzt aus. Das lasse ich jetzt erstmal. Und gleich komme ich zu euch wieder. So, die Farbe ist jetzt trocken. So, ihr könnt ja mal sehen. Die hat so eine pulverige. So ein bisschen, das sieht ja so ein bisschen aus wie Schimmel, ehrlich gesagt. So ganz feines, pudriges Oberfläche. Und also Antikpulver lackiert man nicht. Da verliert der dieses schönes Effekt. Das, was ich jetzt machen werde, ich nehme den Fingerwachs von Cadence. Einfach auf den Finger drauf. Nicht so viel und dann ganz einfach also das ist ja wirklich total easy, ganz schönes Effekt. Nicht so viel. Sonst bekommen wir Flecken. Das habe ich schon auch ein bisschen vorher gemacht. Da wollte meine Kamera nicht. So.
Also ich mag wirklich den Effekt von den Fingerwachs. Es gibt so edel Aussehen für die Gegenstände und es ist ja wirklich super einfach zum Auftragen. Wir können den natürlich auch mit Pinsel auftragen, dann wird das aber, dann bleibt das nicht so auf diesen Partikeln, sondern der wird auch so ein bisschen mehr verteilt. Das kann ich euch mal hier zeigen. Also der bleibt nicht nur dann auf diesen Partikeln, sondern kommt ein bisschen mehr in diesen Untergrund rein. So sieht das jetzt aus. Also ich finde, es ist ja richtig ganz schön geworden. Mir gefällt's. Ich danke euch fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüsschen.